So, da sind wir beim brandneuen Pro Evolution Soccer 2017. Hat sich ja doch ein bisschen was geändert und ob das zum Guten passiert ist. Chris, das schauen wir uns jetzt mal an. Das kann man schon vorwegnehmen. Ja, kann man glaube ich schon vorwegnehmen. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen ins Detail. Jetzt wählen wir erstmal die Mannschaften aus. Ist ja gar nicht so leicht, wenn man irgendwie Lizenzierte haben will, weil so viele gibt es dann gar nicht. Ja, vor allem hast du gerade gesagt, wir brauchen eine deutsche Mannschaft und du willst nicht mit Dortmund spielen, deshalb muss ich die jetzt. Ja, also ich nehme jetzt einfach mal eine von den durchlizenzierten, nämlich den FC Liverpool. Ja, das ist eigentlich mein Herzensverein, aber... Ich dachte, Gladbach ist dein Herzensverein. Ja, beide. Achso, naja. Ich habe ein ziemlich fettes Herz. Ah, ich merke schon, ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Strategiemenü kurz rein. Gut. Musst du jetzt machen? Muss ich machen? Ja. Okay. Darf ich gerade mal, dann zeige ich einfach kurz zwei Sachen. Was halt ganz cool ist oder was eben neu ist, das sind diese erweiterten Anweisungen, wo du dann auf die Steuerkreuztaste, also man sieht es hier, wenn man links schaut, muss halt auf die einzelnen Steuerkreuztasten drücken, quasi zweimal Sturm, zweimal Verteidigung. Und man kann halt hier coole Optionen auswählen, die wirklich auch was bringen. Ja, das ist nicht so subtil wie bei FIFA, ja, dass die dann mit nach vorne gehen, sondern wenn man jetzt offensiver AV Also offensiver wählt, AV ist halt auch mein Liebling. Ja, ganz genau bei mir auch, dann überlaufen die Außenverteidiger auch immer wirklich schön und bieten sich an, dass man wirklich mehr Räume eben schaffen kann im Angriffsspiel. Weil wir werden gleich sehen, in der Mitte ist es dann doch recht massiv meistens. Ja. Und dann ist es schon hilfreich, wenn man über die Flügel kommen kann und dann braucht man einfach seine Außenverteidiger, damit man auch ein bisschen doppeln kann. Sie haben es schwieriger gemacht, einfach am Gegner vorbeizukommen, was ich aber auch gut finde. So muss man auch öfters über die Außen gehen und muss auch ein bisschen komplexer spielen, muss sich immer neue Sachen überlegen. Und was sie halt natürlich geil gemacht haben, die Flanken, die sind so wunderbar scharf, da geht einem das Herz auf. Genau, schauen wir uns gleich an. Also man kann hier auch, wenn man einen auf Guardiola machen will, Tiki-Taka, falsche Neune, also alles das, was so im modernen Fußball gerade en vogue ist, das kann man hier auswählen. Falsche Außenverteidiger, also das ist so ein bisschen, ja, Philipp Lahm irgendwie, ist eigentlich Außenverteidiger, aber drängt dann auch gerne mal ins Zentrum rein, also auch so kann man spielen. Also das finde ich wirklich super, weil wie gesagt, es ist top modern und es ist auch wirklich was sich auswirkt. Also ich wähle jetzt einfach mal hier, damit du auch schön was auswählen kannst, na, offensiver AV, oder du kannst ja jetzt selber mal, dann mache ich es für meine Mannschaft. Ansonsten kann man hier unheimlich viel, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht alles zeigen, weil ihr wollt ja sicherlich auch hier ein bisschen Action auf dem Platz sehen. Allerdings, ich glaube, wenn man das Spiel startet, ist alles aktiv, glaube ich, von diesen Buffs. Ne? Deshalb, ich wähle mir zwar immer alles auf, aber ich muss das dann immer erst ausstellen, wenn das Spiel angepfiffen wird. Das finde ich nicht ganz so gut gelöst. Geht mir genauso. Also ich setze es auch eher immer so situativ ein. Und tue es am Anfang auch mal erst, ja, auch Verteidigung, tiefe Abwehrreihe kann man, glaube ich, mal gebrauchen, wenn man irgendwie führt oder so. Gott, was ist denn für eine Aufstellung? Gegenpressing ist natürlich auch mal gut. Ja, was man natürlich sagen kann, die aktuellen Transfers sind noch nicht alle dabei. Da kommt jetzt erst, wenn die Server stehen, dann das Live-Update. Das soll dann aber auch wirklich sofort da sein, laut Konami. Da brauchen wir ihn einfach. Ja, richtig. Hier das hier, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also du kannst ja, also das ist auf jeden Fall, wir haben jetzt hier den Hummels noch bei Dortmund, aber die haben auf jeden Fall ein Fest versprochen, das glauben wir ihnen auch, dass eben die Kader dann aktuell sind. Aber ich würde mal sagen, am besten wechselst du den Hummels irgendwie gerade mal aus, weil nicht, dass dann Konami das Video irgendwann sieht und dann pisst ist oder so. weil die sind da ein bisschen empfindlich, kann ich auch verstehen, weil Dortmund ist ja einer dieser lizenzierten Partner. Und da wollen sie irgendwie nicht, dass man da Videos aufnimmt mit veraltetem Squad. Gut, ja, sagen wir es mal so. Du möchtest, dass ich einen meiner besten Spieler auswechsle. Ja, jetzt hast du mich durchschaut. Ja. Oh, könntest du eigentlich den Supertisch, dem ist doch eh langweilig, oder? Den könntest du einmal spielen lassen. Nee, ich lasse euch den Supertisch spielen. So verrückt bin ich nur auch nicht. Also bei Liverpool sehe ich auf jeden Fall doch eigentlich einen sehr aktuellen Kader. Der Lallana, der ist ja gerade on fire, würde ich mal sagen. Ja. Erst Nationalmannschaft, entscheidendes Tor und jetzt auch am Wochenende getroffen. Mit einem echt strammen Schuss. Irgendwie stinkt mir das ja schon so ein bisschen, dass ich mit Dortmund spiele. Wir können es auch nochmal wechseln, aber dann zieht sich das Let's Play, glaube ich, in die Länge. Gündogan sollte ich dann besser auch nicht einwechseln, ne? Nee. Ach Gott, du beraubst mich so vieler Möglichkeiten hier.
So. Ich muss, sorry, ich muss hier ein bisschen rumprobieren. Ja, ja, das ist das, du willst, das ja auch. Ist, ganz ist ja nicht just for fun, wir wollen, du bist ja ehrgeizig. Ne? Ach ja. Ja, komm. Ich bin zufrieden. Okay. Du auch? Ja, ich bin auch zufrieden. Also, natürlich. Also, ich bin nicht zufrieden, weil ich mit Dortmund. Ja, gut, also, es ist ja noch nicht so lange her, da haben sie eine bittere Niederlage kassiert gegen Liverpool in der Europa League. Ja. Das stimmt. Aber du kannst das konnte ja ich nicht live sehen, das Spiel. Da okay. War ich in San Francisco, das hat mich echt geärgert. Ja, das war schon packend. Ich konnte es gar nicht glauben, was ich da gesehen habe. Ich dachte, okay, Dortmund ist eine Runde weiter und dann sowas. Was man auch sagen kann, die deutschen Kommentatoren sind immer noch mäßig. Ja. Also man merkt halt viel Überbleibsel noch vom letzten Jahr. Das ist ja halt traditionell so, dass nicht jedes Sample irgendwie neu aufgenommen wird. Wenn man es allerdings, ja, ich sag mal so verkackt wie im letzten Jahr, dann müsste man eigentlich alles neu aufnehmen, nur haben sie das nicht gemacht. Anscheinend waren sie super zufrieden mit ihrem Kommentar, aber der ist leider oft nicht so passend. Das ist oft sehr abgehackt und schlecht abgemischt. Ja. Dann werden wir wahrscheinlich auch gleich hören. Ich habe vorhin mit Liverpool mal gespielt. Und jetzt der Pass zu Klein! Ja, also das nicht so ist schön. Wirklich teilweise nicht so passend. Es gibt dann auch noch Wiederholungen irgendwie, also wo er zweimal hintereinander das Gleiche sagt. Ich stelle es erstmal hier alles aus. Ja. Aber prinzipiell finde ich das mit den Live-Taktiken sehr gut, weil letztlich kannst du unheimlich viel während dem Spiel anpassen. Also man kann ja auch drei Taktiken, also 4-4-2, 3-5-2, was auch immer, kann man ja definieren und die werden im Spiel live umschalten. Und eben natürlich noch die Offensiv-Defensiv-Geschichte. Also ich denke, das entspricht eben auch dem modernen Fußball, dass man nicht einfach seinen Stiefel 90 Minuten runterspielt, sondern sich schon anpasst. Ja, sowieso muss man sich immer wieder auf die Taktik von der gegnerischen Mannschaft einstellen. Ich habe vorhin Ligaspiele gemacht, einmal gegen Tottenham, also hier heißen sie North East London, glaube ich. Und dann gegen Southampton war es, glaube ich. Southampton hat halt gemauert und Tottenham hat direkt richtig aggressives Pressing gespielt. Da muss man sich immer so ein bisschen umstellen. Das ist eigentlich ganz schön. Aber was ich hier finde ich auch, was man hier gut sehen kann, ich hoffe, ich kriege jetzt kein Tor, weil das würde dann meiner These widersprechen. Man kann hier wirklich tief stehen, also Liverpool steht mit 9 Mann eigentlich ziemlich massiv hinten drin, einer steht vorne. Du hast deine Verteidigungstaktiken. Ah, nee, hast du nicht. Nee, schon. Aber das ist, glaube ich, so. Schon, also jetzt wieder Mauer. Ja. Ah, okay, gut. Ganz klare Strategie. Jetzt wollen wir den Gegner hinten reindrücken und die. Was mache ich denn? Kann aber auch pfeifen, ne? Kann man machen, muss man auch nicht. Oh, zu kurz. Ja, also ich behaupte jetzt einfach mal, es wird sowieso kein Torfeuerwerk, weil die Pass-Ergebnisse sind gar nicht so torreich, weil man, wie gesagt, eigentlich ganz gut stehen kann und nicht so leicht durchkommt. Ja. Was übrigens sehr schön ist, der Ball am Fuß, sage ich mal, ob man jetzt passt oder schießt, es wirkt sich alles so ein bisschen aus, in welcher Richtung wird gerade das Körpergewicht verlagert, mit welchem Fuß nimmt man den Ball an, was hat der Spieler für Fähigkeiten, dass er ihn vielleicht auch aus vollem Lauf annehmen kann und er verspringt ihn nicht so schnell. Ich finde, das haben sie diesmal sogar noch besser gemacht als letztes Jahr. Und letztes Jahr war ja schon wirklich sehr, sehr gut spielerisch. Ja, das ist richtig. Also die haben da schon, finde ich, gutes Feintuning. Ach, geh doch dran. Was mache ich? Lalana, rüber nach rechts. Ach, Schmelzer, warum gehst du denn zurück? Ah, Trottel. Also nicht du. Ich schmelze. Schon verstanden. Kagawa. Lukas Piszczek. Das ist wirklich schön, wie man so die Offensive ausbremsen kann mit vernünftigem Stellungsspiel, wie du es gerade gemacht hast. Dadurch wirkt das Spielgeschehen einfach nicht so arcadisch oder austauschbar, würde ich mal sagen. Ja. Man muss halt wirklich gucken, also die Mitspieler sind schon sehr aktiv, aber man muss halt dann einfach auch im richtigen Moment passen und nicht einfach blind passen. Und raus auf die Seite.
Also Torhüter, muss ich sagen, haben sich auf jeden Fall, das war ja wirklich noch so einer der Schwachpunkte im letzten Jahr, die haben sich auf jeden Fall verbessert. Ja, auf der E3-Präsentation sagten sie, sie wollten nichts anderes als die besten Videospiel-Torhüter der Welt abliefern. Okay. Und bisher, also ich habe es ja noch bei weitem nicht so lange gespielt wie du hast es ja getestet, muss ich sagen, ich habe auch noch nicht bessere gesehen. Ja, also es ist erfrischend frei irgendwie von KI-Bugs, oh, auch Gott, jetzt. Was die Abwehrleistung anbelangt, also richtige KI-Bugs, wo man sagt, sag mal, was ist denn das für ein Trottel, habe ich wirklich noch gar nicht erlebt und nee. Das ist eigentlich schon... Und sie spielen einen auch in der Offensive manchmal clever aus, sie versuchen einen wirklich zu überlisten. Ja, also da kommt vielleicht auch so ein bisschen diese adaptive KI ins Spiel. Also die haben ja gesagt, dass eben die KI sich wirklich anpasst an die Art, wie du spielst. Und wenn die KI halt irgendwie nicht durchkommt, dann versuchen sie es zu variieren. Und das ist natürlich schwierig, das ist natürlich irgendwie leichter hingesagt und schwierig, das jetzt wirklich zu messen. Ja. Ich hatte es aber vorhin auch schon mal gemerkt. Hatte ich auch mit Liverpool gespielt und hatte... Wijnaldum auf dem linken Flügel und bin mit dem immer wieder nach innen gezogen, um dann mit rechts eine Flanke zu schlagen. Das habe ich 2 oder 3 Mal gemacht. Danach hat sich der Außenverteidiger nicht mehr so dupieren lassen. Okay. Und hat mir dann die Pille abgeluchst. Das ist halt auch gut, dass man jetzt... Ja, was mache ich? Dass die Flanken, also dass man schon auch gut ein Kopfballspiel verteidigen kann, weil nichts ist nerviger wie irgendwie eine blind reingeschlagene Flanke, die von... Oh, was ist das denn? Wo? Ich dachte, der Lewandowski spielt bei den Bayern mittlerweile. Das war halt wirklich so der Lewandowski-Gedächtnis-Move vom Wochenende, weil jetzt haben wir den Mkhitaryan nicht ausgewechselt, es gibt Ärger mit Konami, aber egal. Oh, an den habe ich gar nicht gedacht, weißt du was, dann wechsle ich den jetzt aus. Komm. Ja, wechsel mal aus. Nee, aber wie gesagt, liebe Zuschauer... Bei Dortmund spielt ja keiner mehr. Ja, es ist so, dass der neueste Patch auf jeden Fall die Kader aktualisiert. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall das Spiel zum Launch kauft, dann habt ihr auch die aktuellen Kader und dann spielt der Mkhitaryan bei... Manchester United. Manchester United, genau. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Also... wenn er aufgestellt wird, ne? Sonst natürlich nicht. Sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufs Torschießen konzentrieren. Ah, wieso läuft denn jetzt in die Gasse? Ich glaube, ich muss mal anstellen, dass er sich anbieten soll. Ich bin ja eher so der Kurzpassspieler. Ich eigentlich auch, aber du gibst einem nicht wirklich die Möglichkeit dazu. Oh, jetzt! Komm raus! Ah. Nein! Boah! Der habe ich schon drin gesehen hier. Oh nein! Der kommt richtig lang. Wie sagt man so schön? Da habe ich einen Kurani gebaut. Der kommt weit nach vorne. Das ist schon ein paar dicke Schaden vergeben. Lukas Piszczek haut ihn nach vorne. Nicht im Abseits. Na, gegen Lovren ist natürlich ein Kopfballduell. Gute Möglichkeit zu flanken. Ja, geht doch. Ach, ja. Ein bisschen zu stark. Ah. Ui. Was man auch mal lobend erwähnen kann, sie haben wirklich an den Spielermodellen gearbeitet. Also die sehen jetzt wirklich richtig gut aus, wenn man die mal in der Aufnahme sieht. Ja. Also zumindest von den lizenzierten Mannschaften. Ja, ich sag mal, es gibt schon noch, finde ich, ein bisschen zu viele so 0815 No-Name-Gesichter. Ja, aber das ist halt typisch PES. Ja. Aber so die Stars sehen jetzt wirklich gut aus, meine Güte. 15 Minuten in Durchgang 2 sind gespielt. Du machst es einem nicht einfach. Bisher kein so großes Spektakel, wie ich finde. Chancen sind hier Mangelware. Oh Mann, immer noch 0-0 und ich sag's mal, wie es ist. Das ist genau das Ergebnis, das diese Partie verdient hat. Ach, lang ja, und hoch auf die Flanke. Lovren. So, hier mal ein bisschen Konter spielen. Ah, ja, hat ja geklappt. Und natürlich, jetzt habe ich den Flügel aufgemacht. Das war natürlich nicht so gut. Ach, dafür... Was? Da wollte ich eigentlich
Okay. Geh doch zum Ball. Mann! Ich hab dich scheinbar noch getroffen. Oh, okay. Hubbala. Anscheinend nicht hart genug. Die Karte bleibt stecken. Ah, da kann man auch drüber streiten hier, ne? Ja. Ich sag mal so, ich hätte mich jetzt nicht sonderlich laut beschwert, wenn es gelb geworden wäre. Er steckt ihn durch. Lauf! Hier ist Castro. Er bringt ihn in die Mitte. Flanke kommt nicht durch. Ah. Es gibt Ecke. Aber die Flügel kannst du mich irgendwie schon knacken, ja. Ich habe aber keinen vernünftigen Abnehmer. Aubameyang ist ein guter, aber nicht so das Kopfballmonster. Und ein Schuss. Haarscharf. Ist auch wieder sehr schön. Keine Spielsituation gleich der vorherigen. Ja. Das kriegt PES wirklich wieder sehr, sehr gut hin. Ich habe auch vorhin ein paar Spiele gemacht und ich hatte teils absurde Situationen, teils wunderschöne. Also das ist, es fängt einfach so diese Unberechenbarkeit des Fußballs ein, trotz aller Taktik. Das stimmt, ja. Also ich habe auch so Abpraller-Action schon gehabt und... Lauf. Alter, was ist denn das für ein... So, Vertikalspiel, jetzt... Ich komme auch überhaupt nicht durch hier. Alberto Moreno verliert sofort den Ball. Das ist realistisch. Kein Durchkommen für diese Flanke. Anspielstationen gab es da genug, aber die Flanke war einfach zu schlecht. Jetzt läuft auch mal einer von euch. Hier ist Luri Sahin. Castro hat die Kugel und er hat Platz. Der war richtig. Das ist auch das Schöne. So ein publikes 0-0 macht auch Spaß. Ja, also es geht halt, das ist halt das Tolle an dem Spiel, wirklich die, Entschuldigung, die Steuerung, also da macht halt wirklich jede Aktion Spaß, jeder Pass, weil es einfach so gut von der Hand geht. Und ja, wenn man hinten die 0 halten kann, auch schon mal ein Teilerfolg zumindest. Jetzt aber nicht. Ja, war ein bisschen zu unplatziert. Man kann sogar der Mignolet halten. Oh, was mach ich? Ah. Ja. Und bitte. Oh, nee. Oh, Reus. Was? Ich glaube, ich habe gefoult. Ja, das habe ich sofort gesehen. Meine Herren. Oh, Mann. Junge, Junge. Nur den Ball weggrätschen. Ich habe bestimmt auch gespielt. Fast. Ja, okay. Ja, kann man geben. Oh Gott, ich bin aber, muss ich sagen, unfassbar schlecht beim PES-Elfmeter. Das ist natürlich traurig. Ja! Das hat, glaube ich, das Mikrofon gesprengt, aber das muss jetzt raus. Oh, ja! Yay, Super Dortmund! Habe ich von Anfang an gesagt. Mhm. Naja, gut, ich sag mal, ich, ganz unverdient ist es ja nicht, muss ich zugeben. Der hat sich aber auch schön gezwirbelt. Ja, aber stand der Castro gut goldrichtig. Ja, kann man dem Mignoli jetzt nicht wirklich so einen Vorwurf machen. Nee, er kommt gerade so vorher ran. Auch noch einen Elfer gehalten. Ja. Er hält dann Elfer und dann mach ich hier noch so ein Mist. Ja, mal gucken. Ja, ich schwäche erstmal die Offensive aus.
Die Zeit habe ich ja nicht mehr. Ich glaube auch, dass ich, wenn wir nachher jetzt nochmal ein Spiel machen, dann muss ich unbedingt eine andere Taktik nehmen. Ich habe nur einen Stürmer, das ist einfach zu wenig. Spielst du lieber mit zwei? Ja. Ich spiele lieber mit zwei Stürmern, ja. Ja, super. Das war auch clever. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampf. Das war jetzt halt auch exemplarisch. Der Milja ist wirklich nicht der schnellste Spieler. Aber durch Körpereinsatz konnte hier trotzdem den Zweikampf gewinnen. Oh! Spieß mich noch her, ja. Abseits. Ja. Ja. Knapp. Puh. Ich glaube, ich pack mal den Bus. Wie lange lässt der Unparteiische nachspielen? Ah, komm, nein! Ah, hol dir den raus, ey! Oh, Mann! Puh. Was ist, wie kann ich das abpfeifen? Ich hab doch noch Eckball. Nee. Ich hab den doch gegen dich gepört. Ach so, okay. ja. Gut, sind wir schon durch? Ja, nicht, ne? War ja schon eine packende Kiste hier. Ja. Also was man auf jeden Fall sagen kann, PES macht spielerisch unfassbar viel richtig. Ja. Eigentlich fast alles. Richtig tolles Ding. Gut, bei den Lizenzen... Ja, wer darauf Wert legt, ist wahrscheinlich immer noch bei FIFA eine bessere Adresse, aber spielerisch wird schwierig, wird sehr schwierig für FIFA PES zu schlagen. Also es fühlt sich einfach super flüssig an und man kann wirklich taktisch unheimlich viel machen. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich natürlich auch noch mehr taktisch reagiert. Ja? Hättest wahrscheinlich auch mehr Tore geschossen. Mein Offensivspiel hat mir nicht so unbedingt gefallen. Ja. Aber man kann da wirklich viel machen, wie gesagt. Und auch sehr einfach kann man das wirklich machen. Ja, das stimmt. Und man merkt halt wirklich, es ist nicht nur irgendwie auf dem Papier, sondern es hat wirklich Auswirkungen. Was man mal kurz zu den Lizenzen sagen kann, das interessiert vielleicht die Leute, von den deutschen Mannschaften sind nur Schalke, Leverkusen und Dortmund dabei. Und im Gegensatz zu den letzten Jahren, wo ja die spanische Liga voll lizenziert war, sind es jetzt nur noch Barcelona und Atletico Madrid. Sonst sind es auch so Fantasienamen, Fantasietrikots, wie es eben auch hauptsächlich in der englischen Liga ist. Aber außer Arsenal und Liverpool. Zumindest halt so, dass die großen Ligen schon in Gänze da sind. Teilweise eben, also die meisten Teams sind verfremdet, Premier League, Frankreich, Italien, Spanien. Aber eben nicht in der Bundesliga. Also die haben halt keine verfremdete Bundesliga, sondern es gibt halt keine Bundesliga. Ja. Und das finde ich halt schon... Obwohl Frankreich ist, glaube ich, komplett lizenziert. Okay. Die deutsche Liga A ist drin, genauso wie die italienische Liga. Und Holland und südamerikanische. Südamerikanische noch, genau. Aber man kann ja jetzt zumindest auf der PS4 auch dieses Data-Sharing machen. Dann kann man sich auch die Bundesliga selbst erstellen. Ja, also oder sich erstellen lassen von freundlichen Kollegen. Ich glaube auch, das wird sehr schnell gehen, dass es die Daten irgendwie gibt. Mhm. Und dann hat man auch... Ja, ist dann zwar nicht offiziell, aber man hat trotzdem dann die echten Namen und ja. Ja, bleibt festzuhalten. Geiles Spiel. Auf jeden Fall, ja. Und beim nächsten Mal spiele ich offensiver. Ja, genau. Beim nächsten Mal gewinnst du dann auch.